Heute, zum Internationalen Tag des Waldes, hat sich das Forstamt Bad Kreuznach deshalb Hilfe geholt, und zwar von Kindern aus Bad Sobernheim. Melanie May hat es beobachtet. Rüber, sehr gut. Wir brauchen eine Pflanze. Das ist ein Pflänzchen. Danke. Wir brauchen auch eine Pflanze. Was war ein Pflänzchen? Es vergehen noch viele Jahrzehnte, bis aus diesen Pflänzchen große Douglasien werden. Revierförster Frank Steines will den Grundschulkindern zeigen, wie wichtig es ist, den Wald mit Pflanzaktionen wie diesen zu unterstützen. Hier standen vorher Fichtenpflanzen. Die Fichtenbäume sind sehr empfindlich bezüglich Trockenheit, weil sie sehr viel Wasser brauchen. Und wir leiten das jetzt in die nächste Generation über. Wir pflanzen Douglasienbäumchen. Die Douglasien kommen wesentlich besser in unserem Weinbauklima mit der Trockenheit zurecht und sind nicht anfällig gegenüber dem Borkenkäfer. Die letzten trockenen Sommer und die Borkenkäferplage haben dem rheinland-pfälzischen Wald stark zugesetzt. Auch das vermitteln die Förster heute den Kindern. Und ich habe gelernt, dass dieses Gitter da sehr wichtig ist, weil ohne diesen Spaten hier könnten die Tiere das einfach umhauen, und deswegen ist das hier auch schön fest. Wir haben gelernt, dass sie sehr viel Erde brauchen, um zu wachsen, und sie dürfen auch nicht zu viel Wärme haben, weil sonst trocknen sie aus. Die jungen Bäume brauchen bald Regen, weil sie noch nicht so tief in die Erde wurzeln. Ein kleiner Schritt für den Wald ist getan.